Lokalschlacht rund um den Teutoburger Wald. Fünf Gastronomen wollen den Wochensieg mediterran, spanisch, italienisch, bürgerlich und mit viel Fleisch. Profi Mike Süßer beißt sich durch die Genusswelten. Ist Arturo heute ein Siegertyp? Verlass dich nicht auf, weißt, es geht um was. Hoffe ich, dass das nachher so besser hinbekommt. Ohne Frische und beste Qualität geht nichts. Die Konkurrenz ist kritisch. Schmeckt nur nach Fett. Es ist wirklich fettig und ich schmecke nur diese Kuhfett. Auf keinen Fall hätte ich mir die alte Kuh bestellt. Der Geschmack ist grandios. Ein echt verbissener Wettkampf. Als Konkurrenz würde ich ihn jetzt nicht einschätzen. Wir werden sehen, was er unter Profi versteht. Tag 1 von Mein Lokal, Dein Lokal in Bielefeld. Der Profi kommt in die größte Stadt in Ostwestfalen-Lippe. Heute wetzt Arturo die Messer. Im Trentadue will der Italiener Fantastico abliefern. Danach lässt Erbil die wilde Kuh raus und setzt auf seine einmaligen Burger-Kreationen. An Tag 3 bringt Katrin in ihrem Vivo echtes Mallorca-Feeling auf die Teller. Marcos Restaurant Liniantes will an Tag 4 mit mediterraner Küche dagegenhalten. Und am Finaltag will Christian die Rivalen in Walters Pharmacy mit Edelfleisch verarzten. Wo schmeckt es am besten? Wer holt den goldenen Teller? Für Promikoch Mike Süßer beginnt der Wettstreit in Augustdorf, eine halbe Stunde von Bielefeld entfernt. So, wir starten die Woche. Und zwar geht es jetzt zum Arturo. Industriegebiet, wie ihr seht. Sehr schwierig, finde ich. Also für ein Restaurant am Abend, mittags, kann ich mir gut vorstellen. Naja, klassische italienische Küche heißt was? Keine Pizza. Habe ich nichts dagegen. Aber ich rechne mit einer guten italienischen Küche. Aber ich finde es schwierig. Na gut, mein Part ist ja die Kulinarik zu beurteilen. Also, schau ich mal an. Es geht ins Ristorante Trentadue. Das hat vor wenigen Wochen eröffnet. Ach, das schaut aber schicker aus, als was ich mir erwartet habe. Trentadue heißt 32, das ist die Hausnummer des Lokals. 60 Plätze auf 200 Quadratmetern gibt es hier. So, das ganze Ding ist, glaube ich, so eine alte Bowlingbahn gewesen. Ne? Dafür haben sie es schick hergerichtet. Ah, der Koch. Arturo, eine Granate. Ich bin ja gelernter Koch auch und ich bin ein alteingesessener Gastronom. Ich mache seit 30 Jahren eigentlich nur Gastronomie. Und für mich sind meine Gäste eigentlich meine Freunde sozusagen. Ich bin der Uwe, der Inhaber hier. Ah, du bist der Inhaber. Arturo ist unser Küchenchef. Würde ich vielleicht kochen für beide. Zumindest deswegen, ich darf kochen, darf probieren. Deswegen bin ich da. Es ist tatsächlich so, dass ich ja ein bisschen mitspiele. Also ich verteile auch Punkte und das ist auch wirklich ernst zu nehmen. Schau einfach, dass du dich da ja, von der besten Seite zeigst. Ne? Arturo zeigt stolz, was sie aus der alten Tennis- und Lagerhalle gemacht haben. Das Trentadue ist eigentlich drei Geschäfte in einem. Das heißt, wir machen morgens ein Frühstück, wir sind mittags ein Imbiss und abends sind wir ein italienisches Restaurant. Ich glaube, dass das einfach ganz gut gewählt ist für so ein Industriegebiet. Ne? Also wirklich am Morgen den Arbeiter abgreifen. Weißt du, so Zwiebelmettbrötchen und alles und Eierbrötchen, so wie man das braucht. Und die kommen dann vielleicht auch zum Mittagstisch und letztendlich damit Schatzi mal am Abend. Also ich habe gedacht, schwierig, aber irgendwie verstehe ich die Jungs. Wie funktioniert dieser Spagat, abends dann im Industriegebiet zum Restaurant zu werden? Ganz einfach. Wenn wir das Mittagsgeschäft erledigt haben, ja, das ist gegen 14 Uhr ungefähr, ja, dann wird der Laden zugemacht. Mhm. Dann kommt eine Mitarbeiterin, die dann komplett das Ganze umkrempelt auf Restaurantbasis. Das heißt also, es wird abends eingedeckt natürlich, dementsprechend mit Besteck und wie es gehört, alles drum und dran. Und dann so läuft jetzt, das, ne? Wie jetzt auch, so und dann läuft ab, ich sag mal, ab 18 Uhr unser ganz normales Restaurant. Mhm. Du kochst. Also ich du koche. Gehst auch auf die kulinarische Reise mit den Kollegen. Du ganz weißt, genau, was da, ja, was dahinter steckt. Richtig, ja? Ganz genau. Ja. Es gibt einen schönen Preis zu gewinnen, aber zuerst mal gilt es, mich zu überzeugen. Mhm. Und meine Hoffnung ist wirklich, dass ich ein bisschen authentische italienische Küche schaffe. Kriegst du heute. Na, hör mal, der Mann aus Salerno ist in einer Pizzeria aufgewachsen. Das ist so eine Kampfkugel, ne? Sein Kochrevier misst satte 70 Quadratmeter. Geile Küche, riesig.